Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Hottos Andersgarten. Schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video und gleich geht's los. Das ist eine Pflanze, Färberkamille. Und hier die Hotspot-Zone 1. Da blüht das Mädesüß. Und vereinzelt ein paar Glockenblumen. Hier blüht die Kamille. Und weiße Kornrade. Und so sieht es gerade in der Ertragszone aus. Rufbohnen, Buschbohnen, Gurke und Kürbis, Erbsen, Zucchini, und Petersilie. Und hier habe ich die Zwiebeln und Erdbeeren. Und in den Kastenbeeten noch ein paar Zinien. Mir zur Freude. Das sind aber auch ungefüllte Pflanzen, sodass da die Schmetterlinge und Bienen auch noch sich Nektar ziehen können oder Pollen, je nachdem. Ja, ich bin erst mal wieder hierher gekommen, um Erbsen zu ernten. Denn die hängen ganz schön voll. Eine große Ernte hatte ich schon und jetzt sind die nächsten dran. Ich habe jetzt die Erbsen abgeerntet und das ist noch mal ein großer Beutel voll geworden. Und da bin ich sehr zufrieden. Ja, sorry für das Traktorengeräusch im Hintergrund, aber das ist halt hier so. Samstag ist hier noch Arbeitstag. Schließlich wohnen wir auf dem Dorf. Nachher guckt man noch mal aus der Nähe auf die Pflanzen. Aber ich finde das so schön, dass hier so viel jetzt blüht. Die Sonne ist gerade wieder weg, aber es sind ein paar Insekten unterwegs. Hier blühen die Witwenblumen und der Klatschmohn. Ein Seifenkraut
der heil ziehst. An dem Hintergrund noch eine Knäuelglockenblume. Das ist der Kandelaber-Ehrenpreis. Die brennende Liebe ist jetzt am Verblühen. Da werde ich dann Saatgut gewinnen. Eine Feinstrahlaster. Das hatte ich euch ja schon erzählt, dass die dann weichen muss, sobald sie Samen ansetzen, weil die sehr invasiv sind. Ja, und das Ochsenauge, das ist hier stark vertreten bei uns im Garten. Die mögen hier dieses Blumenbeet. Das ist ja keine Blumenwiese, es ist ja ein angelegtes Beet. Taubenkropf Leimkraut nennt sich diese weißblühende Pflanze. Die ist jetzt auch schon am Verblühen. Im Hintergrund sieht man die wilde Möhre. Hier ist nochmal das Leimkraut. Nachtkerzen. Auch eine wilde Möhre. Natternkopf. Nachtviole. Blüht immer noch ein bisschen. Hier habe ich noch mal Lavendel. Das hier ist auch eine Ziestart. Dann blüht hier noch Johanniskraut. Gelber Fingerhut. Mutterkraut. Und hier sieht man schon den Blütenstand der Karte. Das heißt die Knospen. Hier braucht jemand Unterstützung. Muss ich mal ein bisschen hochbinden.
Ja, das ist jetzt mal die schönste Zeit im Garten, wenn alles blüht. Oder vieles blüht, sagen wir es mal so. Und manches hat sich auch schon zum Nachbarn ausgesamt. So, gucken wir mal hier an der Seite. Die Kapuzinerkresse. Und ein wenig Borretsch. Hier ist die Wegwarte noch nicht so weit. Im Hausgarten blüht sie schon. Und hier ist die Malve. Die Bienchen sind ganz zugepudert vom Pollen. Hier gibt es noch mal Karten, auch schon riesengroß. Die etwas traurigen Bohnen, Stangenbohnen. Aber vielleicht schaffen es die hier. Zumindest blühen sie schon mal. Ja, und hier hatte ich ja vorhin schon mal gezeigt, dass auf meinen Lavendelblumen recht viele Insekten sind, obwohl die Sonne gerade nicht scheint. So sieht mein Waldschattenbeet gerade aus. Das hier ist die Sterndolde. Die hatte ich in diesem Jahr gepflanzt. Hier fühlt sich gerade eine Raupe wohl. Und wenn man genau hinschaut, kann man auch Walderdbeeren entdecken. Ja, und diesen Storchschnabel werde ich in Kürze
abschneiden, damit er sich nicht zu schlimm hier aussahmt. Der hatte aber über und über hier blühen können und wird mit Sicherheit auch im nächsten Jahr wieder da sein. Ja, und hier gibt es den begrünten Weg. Das hat also ganz gut geklappt mit der Aussaat. Hier rechts und links vom Weg wird noch gepflanzt. Und hier ist halt dann unser neuer Durchgang. Und hier bin ich am Sumpfbeet. Zum Abschied gibt es noch mal einen Schwenk über die Ertragszone und die Hotspot-Zone. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal auch wieder mit in den Garten nehmen könnte. Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen. Eure Gitta aus dem Hortus Andersgarten.